Herzlich willkommen zu Klorseminar. Mein Name ist Urs Klor. Jetzt sind wir schon bei Nummer 5 in Fragen zu Quantenheilung. Wir haben noch eine Art zu leben oder einfach ganz normal und natürlich. Ist Quantenheilung eine Art zu leben? Diese Frage kann ich aus meiner Sicht, laut meiner Erfahrung, ganz klar mit Ja beantworten. Denn es verändert ganz, ganz viel, wenn ich vergleiche, wie ich so vor einem Jahr, vor 2 Jahren und wenn ich noch weiter zurückgehe, vor 10 Jahren gewisse Sachen gehandhabt habe oder mit ihnen umgegangen bin oder wie ich darauf reagiert habe. Das hat sich total geändert. Also es ist eine völlig neue Art, wenn man so will, zu leben. Zumindest meiner Ansicht nach. Denn wie gehst du mit Streit um? Streit ist ja so eine Sache, da gibt der eine hat Recht, der andere hat mehr Recht, der andere hat noch viel mehr Recht und. Es hört grundsätzlich nie auf, außer irgendwann beschließt einer, okay, was soll's, lässt den einen stehen und läuft davon oder gibt einfach auf, in welcher Form auch immer. Aber wirklich gelöst ist der Streit nicht. Was ist Streit? Das müsste man ja da mal ein bisschen genauer ansehen. Meistens ist Streit, vor allem sei das in einer Partnerschaft, egal ob es da Chef-Mitarbeiter oder Mitarbeiter-Mitarbeiter, Mitarbeiter-Vorgesetzte, Mann-Frau, Frau-Mann, Mann-Kind, Kind-Frau, keine Ahnung. Völlig egal, in welchem Beziehung, dass man zu einem anderen, zu der anderen Person steht. Meistens ist es nichts anderes, als du hast irgendwas beim anderen angekickt oder bei dir wurde irgendwas angekickt und es reagiert einfach. Man wird wütend, man wird verrückt, da kommt ein Groll hoch und der muss jetzt raus und Wut und was weiß ich. Und bei Wut wissen wir ja, Wut greift meistens das falsche Ziel an. In den meisten Fällen, da wo die Wut hingeht, da gehört sie grundsätzlich nicht hin. Also, Streit können wir so ganz knapp kurz zurückgehen und sagen, okay, Streit sind nur gewisse Dinge, die angeklickt werden, gewisse Programme, die jetzt plötzlich einfach so unwillkürlich ablaufen. Diese werden dir mit der Zeit, wenn du mit Quantenheilung, sprich Zweipunktmethode arbeitest, nicht mehr begegnen in dem Sinne, dass du sofort sagst, oh, Moment, stopp, hier stimmt was nicht, das können wir testen. Man muss nicht die Geschichte dahinter wissen, sondern man kann es einfach nur testen, lösen, weg ist. Kein Streit, alles wunderbar, es ist gelöst. Du bist wieder was, was dich nicht weitergebracht hat, sondern was, was dich gehemmt hat, los. Und es kann weitergehen auf deinem persönlichen Weg. Also das hat sich hundertprozentig sehr geändert. Es gibt nicht mehr Streit, nicht nie mehr, aber nicht mehr so viel. Und wenn, dann nur kurz und dann sagen wir, Moment, hier stimmt was nicht. Das muss sofort getestet werden. Wo kommt es her? Lösen mit Quantenheilung, sprich Zweipunktmethode und weg damit. Also insofern wirklich, wirklich super. Was ist mit den Dingen, die einfach nur nerven? Wenn dich irgendwas nervt, wen nervt's dann? Ja, ich weiß, ist eine doofe, nervige Frage, aber wen nervt es wirklich? Es nervt doch im Grunde genommen nur dich. Richtig. Wenn es nur dich nervt, wer kann es dann in Ordnung bringen? Es ist nicht so in Ordnung bringen im Sinne von, du hast was Schlechtes oder was nicht Richtiges getan, sondern damit es aufhört, dich zu nerven. Testen, schauen, was herkommt, lösen mit Quantenheilung, Zweipunktmethode, weg ist. Es nervt dich nicht mehr, denn du weißt ganz genau, hey, das darf so sein, ich muss nicht dabei sein, ich muss mir das nicht antun, nicht im negativen, sondern im positiven Sinne, und ich kann es so stehen lassen, wie es ist. Also Dinge, die einem nerven, die wirst du auch los. Auch das erhöht deine Art zu leben, immens aufs Positive. Wenn du nicht mehr weiterkommst, wenn du immer wieder an der
an eine die gleiche oder an eine ähnliche Wand rennst oder immer wieder derselbe Felsbrocken dir begegnet oder immer wieder dieselben Sätze, die von außen an dich herangetragen werden oder die Sätze, die du in dir drin dauernd hörst, das kannst du nicht, das bist du nicht wert und du musst noch dies und eins und jenes lernen, bis du das denn kannst und. Testen, schauen, wo es herkommt, lösen mit 2-Punkt oder Quantenheile und gut ist. Es geht weiter. Es kann einfach weitergehen. Das ist eine Sache von maximal 7-8 Minuten und schon geht's weiter. Du kommst da wieder weiter. Die Wand ist weg, der Felsbrocken hat sich aufgelöst. Ich spreche aus Erfahrung, das ist nicht irgendein Werbespruch oder sonst was Komisches, sondern es ist wirklich, wirklich wahr. Muss diese Art zu leben erklärt werden? Es gibt ja dann immer wieder ganz lustige Gesellen in unserem Leben, sei das männlich oder weiblich oder egal welchen Alters, die haben dann so irgendwie das Gefühl oder das Bedürfnis, den inneren Drang, ja, weißt du, ich mach jetzt und daher, ist nicht notwendig. Geh als gutes Beispiel voran, leb dein Leben, wende das ganze Ding an und du wirst sehen, es wird sich automatisch, in Anführungszeichen, automatisch verändern. Denn wenn du bei dir was änderst, ändert sich deine Umgebung. Das ist eine ganz uralte Weisheit, die wahr ist. Ich kann nichts dazu sagen, ich kann das auch nicht ändern. Denn, tja, was wahr ist, ist wahr. Da kann man noch daran rütteln und schütteln, so viel man will. Die muss auch nicht erklärt werden, sondern einfach vorgelebt werden. Dann geht's auch viel, viel einfacher. Was passiert mit dir und deinem Umfeld? Wie gesagt, habe ich schon kurz angeschnitten, dein Umfeld verändert sich insofern, weil du dich veränderst, weil du dich anders verhältst deinem Umfeld gegenüber, weil dich weniger nervt, weil du nicht mehr so streitsüchtig bist, falls du das je warst. Und vor allem, du wirst ängstelos und du weißt ja, es gibt ja, die größte Angst der Menschheit ist nicht vor dem Sterben, sondern die größte Angst der Menschheit, habe ich ganz lustig gefunden, laut Umfragen, sofern die Umfragen stimmen, man kann sich darüber streiten, egal. Die größte Angst der Menschheit ist, vor Menschen zu sprechen. Diese Angst kannst du loswerden mit Quantenheilung 2-Punkt-Methode, indem du mit beispielsweise den Muskeltest testet. Wo kommt das Ganze her? Ursache anschauen, lösen, testen, weg ist. Und du hast kein Problem mehr, vor Menschen zu sprechen. Egal, ob du eine Führungskraft, ein Therapeut, ein Unternehmer oder was auch immer bist. Oder du baust dir irgendwas auf und da muss in Anführungszeichen oder wäre es gut, wenn du vor Menschen reden könntest, einen Vortrag halten, ein Seminar machen und. Dann wende das an. Wende den Muskeltest an zum Testen, wo kommt das Ganze her, und löse es mit Quantenheilung, sprich 2-Punkt-Methode, und du bist es los. Also das ist eine erhebliche Verbesserung und ändert deine Art zu leben. Welche Folgen hat es, so zu leben? Tja, da muss ich dir leider sagen, es hat sehr viele Folgen. Die meisten Folgen sind positiv. Aber es gibt da eine Folge, die ich auch aus meiner Erfahrung kenne. Ich praktiziere jetzt Quantenheilung schon seit gut 8 Jahren. Das ist folgendes. Es gibt Menschen, die vorher ein bisschen dir näher standen, die jetzt aber finden, du hast dich da ein bisschen negativ verändert. Und wir möchten eigentlich lieber nichts mehr mit dir zu tun haben, außer du änderst dich wieder so, wie du früher warst. Oder du veränderst dich am liebsten gar nicht. Du merkst schon, es ist eigentlich nichts Negatives, sondern es sind die Menschen, die schon immer nicht wirklich an dich geglaubt haben, die nicht wirklich dich unterstützt haben, sondern die mehrheitlich eigentlich, auch wenn es nur unterschwellig war, dich zurückgehalten haben, gehemmt haben, die dir nie wirklich eine Chance gegeben haben, und sei das nur in ihrer Denkweise. Genau die, da hat es, für die hat es negative Folgen, denn
du wirst plötzlich mehr dich selbst. Du wirst selbstständiger, du wirst vor allem auch spontaner. Also Spontanität kommt automatisch, weil ist ja logisch, wenn du die Bremsen, die dich da hindern, spontan zu sein, die Zurückhaltungen, die dich hindern, wirklich einfach mal sagen, okay, nein oder okay, ja, oder das stimmt nicht, das ist so, Punkt. Das ist klar, wenn du diese Bremsen löst, bist du automatisch spontan. Und das passt natürlich gewissen Menschen nicht mehr. Insofern hat es sicher, ganz sicher in Anführungszeichen für die, nicht für dich, negative Folgen. Ansonsten nur positive, denn du kannst endlich deinen persönlichen Weg gehen. Du kannst deine Leidenschaft leben, du findest deine Berufung. Du wirst auch feststellen, dass du eigentlich immer, dein ganzes Leben lang, wenn man so will, auf der Suche bist, nach was auch immer. Und vergiss nie, die Suche endet nicht. In dem Moment, wenn die Suche endet, fängst du an zu sterben. Und das ist dumm. Suche weiter. Probier Neues aus. Mach dies, mach jenes, mach eines und gib nicht auf. Du kannst auch im Prinzip nicht mehr aufgeben, weil du sicher bist in dir drin, das ist mein richtiger Weg, mein persönlicher, einzigartiger Weg, der für mich ist. Nicht vorbestimmt, sondern der einfach für dich ist. Das hat logischerweise Folgen. Wem könnte das schaden? Quantenheilung, habe ich glaube schon ein oder zweimal erwähnt, kann niemandem schaden. Nur denen, die dich nicht mehr in Anführungszeichen beherrschen oder lenken können. Denen schadet im weitesten Sinne, wenn man so will, Quantenheilung, weil du bist nicht mehr beherrschbar, nicht mehr lenkbar für diese Menschen. Und es gibt noch eine Kategorie, denen könnte Quantenheilung schaden, wenn man das so anschauen möchte. Und das sind die, die ewig jammern wollen, die nicht aufhören wollen zu jammern. Denn alles ist böse und schlecht, die ganze Welt ist gegen mich und alle sind schuld, dass mir so schlecht geht, dass ich kein Geld habe, dass ich, was weiß ich, Hartz-IV-Empfänger bin oder arbeitslos oder keinen Erfolg habe oder dauernd krank bin. Alle anderen sind schuld, nur nicht ich selber. Das ist doch ganz klar. Das sieht man ja offensichtlich und wird ja einem einfach jeden Tag bestätigt, sei das im Fernsehen oder im Radio. Die sind wirklich böse. Denen, die so denken und denen, die dich nicht mehr beherrschen, in Anführungszeichen beherrschen können, wollen, müssen, dürfen, denen kann das schaden. Denn du kannst wirklich, wie schon mal, ich wiederhole mich da, ich weiß, und das mache ich auch sehr gerne, du kannst einfach wirklich vermehrt auf deinem Weg bleiben. Du gehst nicht mehr so viel Umwege, sondern du bleibst auf deinem Weg und gehst deinen Weg so richtig schön beharrlich für dich und dein Leben. Also diese Art zu leben, die möchte ich nie mehr, wirklich nie mehr missen. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn du irgendwelche zusätzliche Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare. Möchtest du Quantenheilung und Zwei-Punkt-Methode oder den Muskeltest lernen? Unten in der Beschreibung hat's einen Link zu einem Urlaubsseminar, sei das in Andalusien oder Zypern. Oder demnächst gibt's auch irgendwelche Wochenendseminare, das ist dann allerdings ein bisschen sehr abgespeckt, aber auch da ist es möglich, das kennenzulernen. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Meinungen, auf deine Fragen. Und dann morgen ist dann schon die letzte Frage dran oder das letzte Video in dieser Reihe dran, wo es dann einfach darum geht, ist es ganz einfach und normal und natürlich. Quantenheilung. Tja, wir werden sehen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.